Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute packen wir mal das neueste iOS-Gerät aus, das Apple auf den Markt gebracht hat. Den iPod Touch der 7. Generation. Viel Spaß! Ja, ich weiß. Neu, iPod Touch. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, ungewohnt, denn es ist Ewigkeiten her, dass wir das letzte Mal einen neuen iPod Touch gesehen haben. Aber tatsächlich liegt jetzt hier vor mir der iPod Touch in der 7. Generation. Und man würde es nicht unbedingt direkt merken, wenn man sich den so anschaut, dann denkt man, sieht doch genauso aus wie der iPod Touch, den es die letzten 4 Jahre auch gab. Aber tatsächlich hat sich hier ein bisschen was getan. Wir können gleich drüber quatschen, was der Sinn oder Unsinn von diesem Produkt hier ist. Aber als allererstes möchte ich hier mal gerade kurz ein bisschen eine kleine Fahrt mit dem Nostalgiezug an den Start bringen. Denn dieses Gerät, als es jetzt hier heute im Studio ankam, hat bei mir direkt mega die Erinnerungen ausgelöst. Allein die Verpackung. Schaut euch das mal an. Diese Plastikverpackungen, die gibt es beim iPod Touch seit immer. Seitdem man denken kann. Ich habe hier noch tatsächlich, es hat sich endlich mal gelohnt, die aufzuheben, die Verpackung von meinem allerersten iOS-Gerät, dem iPod Touch der 2. Generation, das ich damals 2009 gekauft habe. Und wenn man sich die Verpackung mal neben der Verpackung vom allerneuesten iOS-Gerät anschaut, dann sieht man, ja, es hat sich gar nicht so viel getan. Tatsächlich wurde sogar beim iPod Touch der 4. Generation, habe ich auch noch hier, das Design von der Verpackung dahingehend geändert, dass es quasi identisch ist zu dem, was wir jetzt beim aktuellsten iPod Touch haben. Da könnt ihr das mal sehen, so genau gleich sah das quasi aus. Aber ich denke, genau das ist auch was, wo viele Leute sich irgendwie drin wiederfinden. Denn die meisten Leute, die ich kenne, die irgendwie heute viel mit iOS zu tun haben, hatten als ihr allererstes iOS-Gerät einen iPod Touch. Einfach weil es damals, zu den Zeiten, wo die iPhones noch neu und sehr, sehr teuer waren, eine sehr günstige und einfache, also sehr günstig in Anführungsstrichen, aber eine günstigere, einfachere Möglichkeit war, in das iOS-Betriebssystem reinzukommen. Und vielleicht ist es heute immer noch so. Das können wir uns gleich mal genau anschauen. Aber ich würde sagen, wir packen das Ding jetzt hier mal aus. Das ist wie damals. Man muss hier oben die Folie abmachen. Man braucht auch überhaupt kein großes Unboxing-Messer dazu, was auch fantastisch ist. Und dann kann man hier das Ding einfach so aufheben. Man hat hier den schwebenden iPod Touch in der Verpackung drin, kann ihn herausheben und dann hat man hier unten tatsächlich noch so ein Fach, wo das ganze Zubehör drin ist. Erstmal ein bisschen Papierkram. Und ich weiß eigentlich, ist langweilig, aber aus Nostalgiegründen, muss ich mir das gerade einfach nochmal anschauen, weil es einfach so retro ist, quasi, so wie es damals auch war. Ach, was haben wir uns damals noch alle über die Apple-Sticker gefreut mittlerweile. Ja, keine Ahnung, habe ich 20.000 Stück von denen zu Hause rumliegen. Aber damals habe ich mir immer gedacht, geil, neuer Apple-Sticker, wo packe ich den jetzt hin? Und ja, ansonsten haben wir hier auch noch standardmäßig die Kabel mit am Start. Wir haben hier einmal ein normales Lightning auf USB-Kabel. Tatsächlich kein Netzstecker. Hä? Was soll das? Finde ich jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Und ja, noch die Kopfhörer. Die sind hier in so einer ganz seltsamen Styropor-Pappe. Pappmaché-Verpackung drin und es sind tatsächlich, wenn man sich die mal hier so anschaut, ganz normale EarPods, kabelgebunden und auch ohne, dass die hier irgendwie dieses Steuerelement oder so noch drin hätten, so wie es früher auch mal teilweise der Fall war, aber ja, einfach ganz normale AirPods, auch nicht AirPods, EarPods und das auch mit Klinkenstecker hier, muss man auch mal dazu sagen, denn tatsächlich ist der iPod Touch noch ein iOS-Gerät mit Klinkenstecker. Ist ja auch ein iPod. Wäre irgendwie dämlich, wenn er keinen Kopfhörerstecker mehr hätte, oder? Aber gut, kommen wir zu dem Gerät. Das ist wirklich, genauso hat man die früher immer aus der Verpackung geholt. Man zieht hier oben so die Folie ab, auf der auch schön schon so ein Homescreen drauf ist. Zack. Dann kommt dahinter das Gerät zum Vorschein. Und dann muss man hier diese Schale so leicht biegen. So, und dann kommt das Gerät da raus. Und meine Güte, ist es klein und leicht. Das ist wirklich
so im Vergleich zu den aktuellen iOS-Geräten, die man irgendwie hat, merkt man schon, das hier ist ein Winz-Ding. Und es ist auch kein Wunder, weil es hat dasselbe Display, wie das, das damals mit dem iPhone 5 eingeführt wurde. Und das ist hier immer noch drin. Allgemein sind hier eine Menge Dinge drin, die seit Jahren nicht mehr geupdatet wurden. Wie zum Beispiel auch die Kamera oder auch die Frontkamera, die magische 1,2 Megapixel hat und so weiter und so fort. Wir haben kein Touch-ID, kein Face-ID, nichts. Aber dafür halt einen solide gebauten iPod. Daran hat sich nichts geändert. Es war schon immer so bei Apple, dass sie hier halt so kleine, stabile Geräte gebaut haben. Und ich mache das Ding jetzt einfach mal an. Power-Button an der Oberseite. Was waren es für Zeiten, wo iOS-Geräte klein genug waren, um den Power-Button oben zu haben? Und ich möchte einfach mal gerade jetzt hier noch die Gelegenheit nutzen, um ein bisschen mit euch drüber zu philosophieren, was das überhaupt für ein Gerät ist und für wen es überhaupt gedacht ist und warum das überhaupt existiert. Denn tatsächlich hat sich im Vergleich zum alten iPod Touch nichts wirklich geändert, außer dass es den ganzen jetzt auch mit 256 GB Speicher gibt. Und somit haben wir hier den größten iPod, den es jemals gab, von der Speicherkapazität her, tatsächlich, ob man es glaubt oder nicht. Selbst der größte iPod Classic, den es jemals gab, selbst der hatte nicht so viel Speicher mit drin. Und die andere Sache ist der Prozessor. Und ich denke, dass der Prozessor genau der Punkt ist, an dem man irgendwie so verstehen kann, was das überhaupt für ein Gerät ist. Denn wir haben hier einen A10 drin. Davor war ein A8 drin, jetzt Upgrade auf A10. Und der A10 ist kein neuer Prozessor, wirklich nicht. Der war im iPhone 7 verbaut. Das hat somit schon das ein oder andere Jahr auf dem Buckel und zerstört jetzt sicherlich keine Benchmarks irgendwie im Vergleich zu einem Galaxy S10 oder irgendwie einem aktuellen iPhone XR oder XS oder sowas. Aber es ist derselbe Prozessor, der zum Beispiel auch im günstigsten iPad drin ist. Und es ist ein Prozessor, der mit iOS 13 problemlos klarkommen sollte. Und ich denke, genau das ist der Grund, warum Apple jetzt hier nochmal was gestellt hat. Für 200€ bekommt man hier nämlich ein iOS-Gerät, das iOS hat und das auch gut am Laufen halten kann, das iOS flüssig darstellen kann. Ein Gerät, auf dem zum Beispiel auch aktuelle Spiele wie Fortnite theoretisch noch laufen und das Ganze halt eben, wie gesagt, so um die 200€ rum. Und ich denke, dass das halt eben genau der Punkt ist, wo Apple das Gerät verkaufen will. An irgendwelche Entwickler vielleicht, die irgendwie ein iOS-Gerät brauchen, um da mal ein paar Tests drauf laufen zu lassen, aber die wollen jetzt nicht irgendwie ein teures iPhone oder so dafür kaufen. Vielleicht ist es als Gerät gedacht irgendwie für Kinder, die noch kein Handy haben sollen und dementsprechend hier irgendwie nochmal mit einem iPod verfüttert werden oder vielleicht auch einfach als ein Gerät, das man als Dedicated Music Player irgendwie auch vielleicht im Auto lässt oder so, obwohl so ein iPod Touch nur fürs Auto ist natürlich schon auch ziemlich heavy. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Ihr könnt ja gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr denkt, dass so ein iPod heutzutage noch eine Existenzberechtigung hat. Ich finde es zumindest bemerkenswert, dass sie nicht einen komplett neuen iPod gemacht haben. Das hätte man ja auch machen können, so dass sie sagen, hey, wir bauen einen mit Notch-Display und einem aktuellen Prozessor und einer guten Kamera und so weiter und so fort. Aber da muss man sich halt echt die Frage stellen, heutzutage, wer kauft ein Gerät, das keine Mobilfunkanbindung hat und warum auch? Auch der Gedanke so, wenn du so ein Gerät für deine Kinder kaufst, möchtest du dann nicht lieber, dass sie sich irgendwie, keine Ahnung, für 200€ oder möchtest du ihnen nicht lieber für 200€ sowas wie ein Moto G7 oder sowas kaufen, damit die wenigstens auch noch eine Anbindung haben, dass du sie irgendwie tracken kannst, wenn sie verloren gehen oder dass sie im Notfall auch zu Hause anrufen können und so weiter und so fort. Oder ist es wirklich für so junge Kinder gedacht, die überhaupt noch gar nicht wissen, was Telefonieren überhaupt ist? Keine Ahnung. Ich bin so ein bisschen unentschlossen, was ich davon halten soll, aber nichtsdestotrotz war es ein schöner Nostalgie-Trip, mir das ganze Ding mal anzuschauen. Und als letztes Statement hier mal noch gerade kurz, wie schön ist dieses blaue Aluminium? Ach Mann, das wäre mal geil, wenn wieder so schöne, knallige Farben irgendwie ins iPhone-Lineup zurückkommen auf Alu-Basis. Obwohl iPhone XR ist ja auch einigermaßen bunt. Ha, naja. Aber ja, ich würde sagen, das war's mit diesem Unboxing. Schreibt mir gerne mal eure Gedanken zu dem Gerät unten in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, war's mit diesem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also macht's gut und bis dahin. Ciao.